Zusatzfrage, die Frau Abgeordnete Kürnberg. Herr Kanzler, viele Sportvereine hoffen auf weitere Öffnungsschritte, gerade was eben den Sport betrifft, hauptsächlich im Indoor-Bereich und eben auch Mannschafts- und Kontaktsportarten. Wie Sie schon gesagt haben, hat es ja Lockerungen in Vorarlberg gegeben und hier wird man bestimmt einige Erfahrungen sammeln. Unter welchen Voraussetzungen können Sie sich solche weitere Öffnungsschritte für ganz Österreich vorstellen? Ja, Frau Abgeordnete, vielen Dank dafür. Ich möchte da noch einmal speziell eben auf die Modellregion, eigentlich Erkenntnisregion Vorarlberg, verweisen. Da wird laufend jetzt mit evaluiert und ich glaube unter den Voraussetzungen und mit den Antwortteilen, die ich vorher schon gegeben habe, müssen wir uns das so vorstellen, wenn ab dem Tag X in bestimmten Regionen wieder mehr möglich wird, dann ist es genau mit dieser Testkonzeption, manche Tests, die weniger valide sind, nur 12 oder 24 Stunden Gültigkeit, andere 48, andere 72. Wir überlegen, ob man das noch vereinfachen kann, aber immer werden es die Eintrittstests sein, die hier die Voraussetzung sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Durchimpfungsrate entsprechend ausreichend hoch ist.